Moin, herzlich willkommen zum nächsten Farmvlog. Ich bin gerade bei Jan hier ein bisschen und gucken, was er hier macht. Aber irgendwie ist er nicht aufzufinden. Hier ist er auch nirgends. Muss er wohl in der Werkstatt sein. Ich suche ihn mal. Der ist ja gerade hier beim Güllefass bei. Geht hier nahtlos weiter mit dem Film. Da ist er. Na, findest du dich zurecht? Ja. Der dürftige Prellebräuner. Bei mir. Da kann man richtig viel, kann man mal kurz zeigen. Kann man richtig gut durchsehen. Hundertprozentig, Niklas. Ne, ich war noch irgendwie vernünftig. Hast du noch irgendwie eine da? Lass mich mal gucken hier. Ja, wie gesagt, wir wären fast bei, aber wie gesagt, da gehen alle Schrauben nicht mehr hundertprozentig und da muss ich jetzt noch mal ein bisschen... Alt und rostig, ne? Da, also ich hab's gerade versucht. Ja, schlecht. Also die Flex hier sind halt vernünftige. Haben wir denn noch neue Schrauben dafür da? Müssen wir dann sonst schauen. Ich guck gleich drüben eben. Aber die kannst du eh nicht mehr gebrauchen. Ja, gut. Die müssen sowieso getauscht werden. Und sonst fahr ich gleich nochmal ins Dorf. Echt jetzt, Niklas? Ins Dorf? Ja, rüber. Meinst du, da findest du welche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die da oben auch Schrauben. Sonst habe ich welche bei mir in der Wäsche. Bei dir? Ja. Oder da, wo wir das Güllefass her haben. Oder da. Ja, da. Ey, hier ist ja auch noch. Guck mal hier, das. Ja, das brauche ich jetzt gerade noch nicht. Ja, aber habe ich auch gefunden. Gut. Ja. Oh, erste Hohlsplint sitzt schon. Jetzt müssen wir die noch einmal eben anziehen. Und dann. Die Tasche ist wahrscheinlich 19, ne? Ach, guck mal. Ja, ich hab da auch einen. Achso, hast du einen mit? Ja. Und dann. Einer muss den eben hochhalten gleich. Genau. Und der andere fährt den eben ganz ausfahren. Da hinten ist ja ein Langloch drin. Können wir uns den zurechtschieben, wie wir wollen. Und dann kann der noch eben rein. Und dann müssen wir hier noch ein paar Zinken durchtauschen. Und dann kann der auch in den Schuppen rein. Endlich mal. War doch mal Zeit. Ich habe jetzt gerade nochmal vom Kornboden Zinken geholt. Da hat eine komplett gefehlt. Da hinten, da kann man gerade schlecht sehen, da fehlt eine Zinke und da auch. Ja. Die muss auch nochmal eben neu. Wenn ich den jetzt sowieso schon hier parat habe, dann kann ich das mal eben machen. Wenn es dann nachher ans Eingemachte geht, dann kann ich so loslegen. Dann brauche ich darauf nicht warten. Ich guck mal eben.
Ja, den Wender habe ich jetzt gestern noch mal eben in der Halle fertig reingestellt. Ich glaube, Jan hatte, ich weiß nicht, ob er das gefilmt hat. Ja, ich stehe jetzt hier davor. Vorführmaschine. Einmal zum Ausprobieren. Das Gerät habe ich jetzt eine Woche lang. Darf ich mal ein bisschen mit rumspielen und gucken und machen und tun. Ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen einstreuen. Ein Rundbein rein, ist da auch fast ganz drin. Hier ein bisschen was Kleines nehmen, aber ja, das ist auch eine Riesenschaufel. Mal sehen. Auf jeden Fall hier sitzen, ich sag mal, hier hinter sitzen zwei Messerwalzen. Die pflücken alles schön auseinander und dann fällt das hier aufs Querförderband drauf. Und das kann das dann halt nach links oder rechts rausschmeißen. Und dann möchte ich heute Abend damit nochmal eben die Tiefboxen nachstreuen. Dafür ist das Gerät eigentlich hauptsächlich gedacht. Zum Nachstreuen, ja, nicht ganz so schön, weil das nicht so weit schmeißt. Funktionieren tut das, ja, aber ja, gibt auch bessere Geräte dafür. Also geht echt gut. Teilweise habe ich das vielleicht einen Ticken zu weit nach vorne reingeworfen, aber ich denke mal, das macht nachher alles die Übung. Ja. Also so ein Gerät soll es nachher irgendwie sein. Vor allen Dingen, wenn der Stall hier hinten dran ist. Jetzt sofort muss es nicht unbedingt gekauft werden. Aber ja. Gefällt mir gut. Die Größe passt auch. Irgendwie so wird das wohl nachher was werden. Ja. Einmal kann ich das Gerät hoffentlich noch einsetzen, hier bei uns jetzt auf dem Hof. Und danach muss es gewaschen werden und dann holen sie das wieder ab. Dann war es das mit dem Vorführgerät. Kann auch ganz viel bleiben. Aber ja, muss ja auch bezahlt werden. Naja, so. Ja, frisch Futter abgedreht, frisch gemischt. Und die Kluten vom Ladewagen kriegt der Mischwagen nicht klein. Und da liegt auch noch ein großer. Dabei lasse ich den schon extra lange mischen. Das ist der dritte Schnitt. Ich glaube, das wird in Zukunft mehr im Nächsten passieren. Hier auch noch einer. Lässt sich einfach besser einmischen. Ja, jetzt nach dem Wochenende. Das ganze Wochenende hat es übergeregnet. Der
Abgabestall ist abgesoffen, den hat Papa gerade eben ausgemüstet, da habe ich einfach am Wochenende die Kühe rausgeholt. Und der alte Anbindestall ist auch abgesoffen. Die Kälber standen da im Matsch. Da haben wir jetzt frisch ausgemüstet, da muss ich jetzt nochmal bei einem Güllekeller gleich das Wasser rausholen. Bei der alten Jauchengrube von der Mistkuhle. Trecker mit Güllefass steht er da in der Halle, liegt gleich bei. Ich muss jetzt aber erstmal eben Mischwagen abladen, nützt alles nix. Also das ist Scheißwetter. Ja, so, ich sag mal, das hat so sehr geregnet, dass am Wochenende selbst der Deutz samt Güllefass schon Einsatz hatte, quasi Feuerwehreinsatz. Wir mussten Gräben leer pumpen im Nachbarort. Die sind da abgesoffen und zwar richtig. Das war schon nicht mehr feierlich. So, jetzt nicht mehr. Passt nicht. Da habe ich gerade die Tür angefahren. Achso, nur eine kleine Macke. Ich weiß nicht, kann man das da oben sehen? Ich weiß nicht mal, ob man das gesehen hat. Aber war nichts Wildes. Mann, oh Mann, jetzt fahre ich unseren Stall hier auch noch kaputt. Das ist nur die eine Macke und das passiert nichts. Ja. Also kann mir bitte mal einer von euch da den Gefallen tun und einfach mal die schlechte Wetter abstellen. Ich werde jetzt auch schon reihenweise gefragt, ob ich hier noch irgendwie Güllelagerraum über habe, aber das habe ich auch schon alles verplant und brauche selber noch ein bisschen was bei dem Wetter. Naja, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, hier unten ist ein Abfluss drin. Der läuft quasi hier in diese Grube. Ja, saugt. Und dann sind quasi hier links und rechts einmal, wenn ich den hier mal zeigen. Ja, warte. Licht gibt's auch. Da, die Spalte. Da ist ein Abfluss. Da steht auch schon Wasser drin. Und quasi hier, die sind noch tiefer. Da ist hier vorne ist ein Abfluss. Und von da läuft das Wasser, also das läuft zwar eigentlich von da in die Grube und jetzt, weil die Grube so voll ist, lief das halt schon zurück in den Stall und da war das hier ganz matschig. Tja, ausgemistet, jetzt das Wasser nochmal eben weg. Das möchte Buh und Ziegenschütze haben für die vier Rinder, weil deren Gülle so dick ist, dann bringe ich das dahin. Ja, haben die da was von. Hier die Schlauchverlängerung hatte ich noch beim Feuerwehreinsatz mit. Das ist sonst der Schlauch, der beim Güllebehälter ist. Den bringe ich dann nachher nochmal eben hin. Ich weiß nicht, ob ich den da nochmal brauche. Aber ja, das sieht schon gleich anders aus. Rühren können wir hier drin auch nicht. Hier landet ja auch nur Wasser drin. Regenwasser oder Wasser halt von der Mistplatte. Und ein bisschen Wasser vom Stall. Aber das ist nicht der Rede wert. Nur zwei oder dreimal im Jahr kann ich die leer machen. Und gestern ist er halt voll gewesen. Jetzt hage das hier schon wieder. Katastrophe. Ich habe mir jetzt mal eben gesagt, ich mache mal mit euch eine kleine Feldrundfahrt. Güllefass habe ich da hinten dran. Ja, so zum Thema, oh, der Wasserstand ist aber schon gesunken, das kann man auch sehen. Also gestern hat Papa mir ein Bild geschickt, der war hier lang. Da lief das Wasser, da vorne ist eine Brücke. Also da ist eine Brücke und das Wasser lief dann hier so umzu. Das sieht man da auch so ein bisschen, wo es dunkler ist. Hier umzu, hier lang und der Graben ist ja immer noch relativ voll. Der ist sonst nie so voll. Also hier, das ist ja auch meine Fläche und das Grün da dahinter auch.
aber alles unter Wasser gewesen. Da der Graben ist auch voll. Da hinten her. Ja. Aber hier oben müsste ich fahren können, vielleicht Gülle sogar. Aber auch nur hier oben. Hinten zum Graben hin wird schlechter. Ja, mein Ackerland. Das sieht ja auch schon mal wunderbest aus. Ja, und diese Fläche wollten sie mir mal verpachten. Ich hatte sie dann nicht genommen. Jetzt gerade sieht das auch gut aus, dass ich die nicht genommen habe. Aber hier auf der anderen Straßenseite sieht das auch nicht viel besser aus. Da steht auch ganz viel Wasser. Hier ist halt so eine richtige Senke, wo alles dann zusammenläuft. Mir im Gesicht. Ja, eigentlich sollte das jetzt hier gewesen sein für das Video. Lang genug geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wer auch immer das war. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Für die, die das noch nicht getan haben. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.